Mein Name ist Felix Lubenau, ich bin Head Pro der Schuster Lubenau Academy. Und heute sind wir auf Loch 2 vom Arabella Course von der Golfanlage Schloss Egmating. Und das gibt einen kurzen, aber heißen Tipp für alle die, die nicht in der Lage sind, einen wahnsinnig langen Ball zu schlagen. Und was wir da häufig erleben, an gerade paar drei Löchern, vom Abschlag über ein Wasserhindernis zu einem Grün, dass viele mit einem Eisen 7 oder 6, ich habe jetzt mal ein Eisen 6 hier, was ihr längstes Eisen vielleicht ist, manche haben auch ein Eisen 5, viele mit ihrem Eisen 6 oder 5 nicht weit genug schlagen können, um über diesen Teich zu kommen. Also den Roll des Balles praktisch bräuchten, der hier nicht zur Verfügung steht. Und deswegen dann ein Hybrid nehmen müssen. Ich habe jetzt mal ein Hybrid hier. Oder nehmen ihr 5er Holz oder 7er Holz oder manche sogar auch den Driver. Und natürlich da einfach standardmäßig den Ball spielen. Der Ball reicht dann vielleicht in der Fluglänge, aber kommt natürlich mit einem Drive oder mit einem Hybrid sehr flach auf und rollt dann hinters Grün. Dementsprechend wollte ich nur mal aufzeigen, dass wenn ich jetzt ein Hybrid in meinem Fall nehme und das ganz normal auftiehe, dann werde ich natürlich auch eine ganz normale Flugbahn haben, die sehr flach ist. Der Ball kommt dann auf dem Grün auf und springt hinten drüber. Während wenn ich etwas höher auftiehe, ich habe jetzt mal zwei Varianten genommen. Die zweite ist vielleicht eher gewöhnungsbedürftig für viele. Die erste eher das, was man vielleicht anfangen sollte zu trainieren. Wenn ich auf dem Abschlag stehe, darf ich mir die Tee-Höhe nun mal aussuchen. Dementsprechend tee ich jetzt mal viel, viel höher auf, lege den Ball weiter zum linken Fuß, damit ich jetzt mehr von unten treffen kann. Weil wenn ich mehr von unten treffen kann, dann kann ich dem Schlag viel, viel mehr Höhe geben. Dementsprechend kann ich mit dem Hybrid eine Länge erzielen, die immer noch länger ist als mein Eisen 5 oder 6, die aber eine hohe Flugbahn hat, vielleicht wie von uns Profis ein Eisen 9 und dementsprechend auf dem Grün dann direkt anhält. Und der Zusammenhang ist dann so zu sehen, Teehöhe etwas höher, ich komme von unten und kann den Ball mehr in die Luft spielen. Und der kommt schon sehr viel höher auf und hält dann eben an. Und wenn ich das ein bisschen geübt habe, dann wage ich mich an diese Teehöhe an und wie ihr seht, lege ich den Ball noch weiter nach links, damit ich noch mehr von unten kommen kann, damit ich aus dem Loft, den ich hier mit dem Schlag habe, mehr raushole. Und dann habe ich eine Höhe wie ein Pitching Wedge und der kommt dann wirklich an der Fahne auf, zack, und bleibt liegen. Und das muss man sicherlich ein bisschen trainieren, auf der Driving Range vielleicht auch mal trainieren, aber das wird sehr effektiv sein auf dem Platz, wenn ich Löcher habe, wo ich eine Fluglänge brauche, aber keine Rolllänge. Also auch an paar drei Löchern, wo jetzt Bunker davor sind oder paar drei Löcher, die bergauf gehen, kann ich eben diese Schlagvariante mal ausprobieren und so kann ich meinen Hybrid oder Fairway-Holz oder Driver auch in einer anderen Höhe spielen, um ein Grün anzuspielen und keinen Roll zu haben. Viel Spaß beim Ausprobieren!